Tag und willkommen zum lang ersehnten zweiten Part von Little Nightmares. Ja, ich weiß, ich habe Resident Evil 4 in letzter Zeit sehr viel Priorität gegeben, aber ich wollte auch dieses Projekt endlich mal weitermachen, weil ich bin ja generell dafür bekannt, Sachen anzufangen und sie nicht fertig zu machen. Dementsprechend habe ich eine neue Folge dieses atemberaubenden Spiels für euch aufgenommen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Doch wie immer, bevor es losgeht, muss ich mich durch diverse Sorten eine Energy-Marke durchtesten. Heute ist, wie soll ich es nennen? Apricot dran. Nämlich Aprikose Erdbeere. Und ja. Was habe ich hier eigentlich für ein. Mach weg. Ja. Riecht sehr aprikosig, so viel steht fest. Ah. Kann man trinken. Okay. Eine Treppe. Eine sehr, sehr lange Treppe. Um ehrlich zu sein. Hier kann ich rein. Ah, einer von den Gnomen. Rix, geh hinter dem Schrank weg, hinter der Schranktür. Er ist hier rein. Aber wie komme ich hier rein? Okay. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen, um ehrlich zu sein. So. Dann gehen wir mal weiter hoch. Und mal gucken, was wir dort vorfinden. Ist hier irgendwas, was ich nehmen kann? Nein? Okay, gut. Dann gehen wir noch weiter hoch. Und hier kann ich rein. Und hoch. So. Noch mehr von der Sorte. Ja, hier ist eine Geheimtür. Das ist relativ offensichtlich. Mach das auf. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Offensichtlich, ne? Den werde ich wahrscheinlich hier kriegen. Das ist ein Schalter. Ich nehme mal an, wir können den Koffer da hinschieben, damit wir von dem Koffer aus an den Schalter springen können. Das wäre zumindest das, was mir am logischsten erscheinen würde. Und wir klappen dieses Was war das? Kann ich das nicht schieben? Oder muss ich da auf die andere Seite? Okay, ja. Dann. Heppa! Dann muss ich, denke ich, mal hier hochklettern. Weil das sieht mir schon so leitermäßig aus. Muss ich auch festhalten, Six. Das ist ein wichtiger Schritt. Sonst können wir nicht weitermachen. Das ist der Schlüssel. Den muss ich holen. Spring! Okay, hat super gut funktioniert. Wiederholen das nochmal. Hä? Wie komme ich darüber? Ich verstehe es nicht. So. Wir klettern jetzt quasi hier hoch, hier rüber.
Und dann von hier drüben hier runter. Was ist daran so schwer? Was ist das? Das sieht so verdächtig aus. Kann ich das nehmen? Okay. Oh, ich dachte, ich bin tot. So. Jetzt habe ich den Schlüssel. Jetzt öffne ich damit diese Tür. Und auf. Let's go. Ah, Affe. Ah, ich verstehe. Wirf. Wie werfe ich nochmal? Es ist so lange her. Okay, gut, ich weiß wieder. Es funktioniert perfekt. Hör, jetzt. Der Fahrstuhl kommt. Bing. Ja, ich muss den Affen mitnehmen, um ihn auf den anderen Knopf auch noch zu werfen. Und heppa! Das sieht mir so aus, als müsste ich mich hier verstecken. Weil ich ja nicht weiß, was auf mich zukommt. Wir fahren auf jeden Fall wieder runter. Wir fahren sehr tief. Okay, wir sind da. Kommt da irgendwas? Nein? Okay, gut. Dann kann ich ja ganz normal weiterlaufen. Okay. Wir haben wieder Hunger. Aber ich glaube nicht, dass uns hier unten Essen gegeben wird. Vielleicht fressen wir so eine Ratte. Kann ja sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würde ihr der Hunger sehr zu schaffen machen. Obviously, ne? Guck mal, die Ratte da zum Beispiel können wir essen. Oder hier die. Oh, lecker. Fleisch in einem Käfig. Na, wenn das keine Falle ist, dann weiß ich auch nicht. Komm los. Gönn es dir. Und jetzt schnappt die Falle zu. Sag ich doch. Sag ich doch. Hört doch mal auf mich, wenn ich was sage. Okay. Hier sind scheinbar mehrere Kinder in diesen Käfigen eingesperrt. Vielleicht sind die auch darauf reingefallen und wollten auch Fleisch essen. Ah, okay, ich verstehe. Ich muss hier gegen die Käfigwand. Und bumm. Kommt er zurück? Es war relativ laut. Hier kann ich rein. Ist hier irgendwas? Ach, hier bin ich. Hier ist die Treppe von vorhin, oder wie? Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier ist ein Lämpchen. Ich geh da wieder rein. Dankeschön. Okay. Ich muss da oben dran. Vielleicht öffnet das die Tür. Sorry, ich bock mir mal kurz deinen Käfig aus, ne? Und hoch. Okay, das ist also so ein Spielchen. Ich muss also. Bleibt da bitte oben, danke. Ich muss also da, mich da ranhalten. Und dann geht da die Tür auf. Und wenn ich dann loslasse, geht die Tür wieder runter. Das heißt, ich muss jetzt quasi
Mit viel Schwung. Ah, okay, ich bin durch. Sorry, ich konnte euch nicht retten. Ist das eine Tür? Ich kann es nicht erkennen, es ist so dunkel. Ah, ich verstehe. Ich muss hier hochklettern. An den Gitter entlang. Nach oben. Nach oben geht es. Nicht so laut. Ich höre Sachen. Oh Gott. Der packt hier die Kinder in Papier ein oder so. Geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Okay, der ist. Der hat scheinbar ein sehr gutes Gehör. Das heißt, ich bin quasi. Wenn ich auf dem Holzboden laufe, dann knarzt der und dann wird der getriggert. Aber wenn ich auf diesen komischen Tüchern da laufe, dann ist das egal. Okay, er geht zurück. Okay, er renkt sich seinen Nacken ein. Hier ist keiner. Mach wieder seine Arbeit. Du hast dir das nur eingebildet. Ich schwöre es. Ja, mach weiter damit. Okay, ich nehme an, ich muss da hinten zu dieser Tür. Okay, let's go! Wie soll ich machen, dass er mich nicht kriegt? Ich verstehe es nicht. Natürlich spawne ich wieder hier. Warum denn auch so? Oder noch sonst? Ich habe, glaube ich, eine Idee. Und zwar, was ist, wenn wir hier warten? Was ist, wenn wir hier warten? Ja. Ja. Genau das wird wahrscheinlich die Lösung sein. Schnell runter da!
Ich bin ihn losgeworden. Oh, war das intens. Aber es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass wir ihm begegnen. Vorsicht! Hier sind Kinder in Lüftungsschächten unterwegs. Okay. Wie brennt schon? Dann gehen wir mal weiter. Ich habe doch hier so mein Feuerzeug. Damit ihr auch seht, wo ich lang gehe. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Schuhe. Hier sind sehr viele Schuhe. Los, schnell! Ja, hier kannst du nicht hoch. Safe Spot. Dann geht's weiter. Wo geht's weiter? Da. Beeil dich, Six, los! Oh Gott. Glaubt ihr, das Monster hat die ganzen Leute weggeknuspert, was da in den Schuhen lebt? Ich weiß es nicht. Weiter geht's. Ah, oh, er hat mich gefunden! Lauf. Er ist so schnell. Er ist so schnell. Warte. Hier ist der Fahrstuhl. Das ist derselbe Fahrstuhl von eben. Da weiß ich zufällig, wo der Safe Spot ist. Och nee, der ist jetzt mit in dem Fahrstuhl drin. Ist es das, was ihr mir sagen wollt? Der findet mich hier drin nicht. Das ist der einzige Safe Spot. Außer ich muss mich bewegen, während ich mit dem im Fahrstuhl bin, weil der den Spot abcheckt. Aber hey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Nein, hier ist niemand. Ja, genau. Das bin ich. Folge denen. Er ist, glaube ich, weg. Okay. Und dann muss ich da wieder das Gitter hochklettern. Ha! Ich habe das Spiel mittlerweile durchschaut. Just kidding. Feuer machen, vielleicht sehe ich dann, was hier los ist. Was ist hier los? Okay. Diese Kiste sieht sehr auffällig aus. Vielleicht kann ich die irgendwie verschieben? Ja, so mäßig. Oder kann ich sie ziehen? Aber ich kann sie natürlich in die andere Richtung schieben. Und jetzt mal wieder so ein Affe. Okay. Gut, dann bin ich jetzt unter dem Boden. Ach, da ist er schon wieder. Oh. Kannst du nicht einfach mal verschwinden? Du regst mich extremst auf. Oh, kommt schon wieder so eine Stealth-Passage. Ich bin nicht gut in solchen Passagen. Alles gut, das sind nur Puppen. Das sind nur Puppen. Hier kann ich hoch. Das sieht sehr leiterig aus. Hier ist so ein Affe. Vielleicht kann ich ihn damit distracten. Und hier durch. Kletter da hoch. Hä? Wie soll ich das schaffen zeitlich? Was macht er? Alles klar, Bruder. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Und zwar, wenn der weg ist, muss ich den Affen so weit in die Ecke werfen, wie nur irgendwie möglich. Und dann, wenn ich bei dem Spot bin, dann muss ich diesen anderen Affen, der da ist, wahrscheinlich auch noch irgendwie verwenden. Das ist das Weiteste.
Weiter geht nicht. Also schon, aber dann bin ich auf dem Boden und dann fliege ich vielleicht auf. Okay, wir gehen schon mal durch. Und zwar muss ich warten, bis er da hinten bei dem Affen ist. Das müsste jetzt sein. Jetzt renne ich los. Hä? Wie muss ich das machen? Und warum macht er mich immer da hoch auf den Schrank? Soll das so? Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich mache es so, wie eben gesagt. Das scheint nicht zu funktionieren, wie ich das ursprünglich vorhatte. Okay, ich wollte sagen, geht der jetzt da nicht weg? Nein, hier ist nichts. Oh, jetzt geht er da nicht weg. Willst du mich ver... Okay. Wir nehmen den hier. Schmeißen ihn nach da hinten. Dann geht er hier lang. Dann sneaken wir uns hier vorbei. Ach, man kann sich hier vorbei sneaken. Sagt mir das doch jemand. Dann werfen wir den dahin. Dann wird er dort distracted und dann klettern wir hier hoch. Ja, es ist so einfach. Aber ich versuche natürlich wieder so schnell wie möglich da durchzukommen. Du kommst hier nicht hoch. Deine Arme sind zu kurz. Versteht ihr? Weil er eigentlich ziemlich lange Arme hat und so. Oh, er geht. Er hat keinen Bock, von mir gedisst zu werden. Deswegen geht er weg. So. Er macht auf jeden Fall sehr komische Geräusche. So viel steht fest. Nein, hier ist keiner. Das sah nur so aus. Du kannst wieder gehen. Renn, der kommt doch jetzt. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss hier so einen Schuh nehmen und wieder an den Fahrstuhl werfen. Rein da. Ah, er kommt, oder? Kommt er? Er kommt nicht. Habe ich die Chase-Sequenz zerstört? Kommt er nicht? Habe ich das Spiel zerstört? Er kommt! Er hat es gehört! Ich habe halt einfach das Spiel zerstört. Kommt er? Ich glaube, ich habe das Spiel gerade kaputt gemacht. Das sollte nicht so aussehen. Okay, hier kann ich wahrscheinlich hochklettern. Warum hängt da ein Piano? Warum hängt da ein Klavier? Komm, schwing rüber. Und ja. Wer soll jemals an diese Bücher kommen? Okay, gut, er soll jemals an diese Bücher kommen, weil er wie ein Wahnsinniger hier rumklettert. Okay. Er ist auf jeden Fall sehr penetrant, so viel steht fest. Wir brauchen hier so einen Griff. Und lass mich raten, den finden wir hier. Okay. Ich versuche natürlich möglichst nicht aufzufliegen. Vergesst, was ich sagen wollte. Ich habe euch nur gebaitet.
Und ihr seid voll drauf reingefallen. Ich soll da gar nicht lang durch die Tür, ich soll da hochklettern. Knackt der so komisch seine Zähne oder bricht er mir die Knochen? Was ist wahrscheinlicher, ne? Okay, let's try it again, I guess. Diesmal weiß ich wenigstens, was ich tun soll. Ich soll nicht durch die Tür gehen. Ich muss nämlich da den Bücherstapel hochklettern. Wer hätte das kommen sehen können? Ich jedenfalls nicht. Kann ich mir das eigentlich auf den Kopf werfen? Ich gehe kein Risiko ein. So. Ach, hier ist das Ding. Und wie komme ich hier wieder raus? Hier oben ist so eine Dose. Kann ich die benutzen? Triggert ihn das? Okay, triggert das scheinbar nicht. Das zum Thema hat ein sehr gut. Oh, ich kann hier mit interagieren. Das zum Thema, er hat ein sehr gutes Gehör. Nicht da hochklettern. Du sollst damit interagieren, Six. Ach, das hört er. Kommt er? Das ist so laut, das kann er gar nicht überhören. Ach, er war gar nicht hier, deswegen hat er es nicht gehört. Na gut, er öffnet die Tür. Da, ich bin zu früh raus. Ich bin so voreilig. Ich glaube, ich bin in dieser Folge so oft gestorben. Okay, wir spawnen hier. Ja, ich weiß, es war nur ein Albtraum, dass ich keinen Skill habe. Es war nur ein Albtraum. Push the button. Six. Was ist das für ein Song? Der klingt voll weird. Ich war schon wieder zu schnell. Das schaffe ich nicht. Vielleicht rettet mich der Teppich. Vielleicht rettet mich der Teppich. Okay, ich spiele das jetzt safe. Also quasi genau das, was ich von Anfang an hätte tun sollen. So. Aktiviere den Bims. Ich warte jetzt, bis er hier drin ist. Beim Fernseher. Ach, das triggert den dann gar nicht, oder was? Das ist ja Betrug. Er hätte einfach warten können. Wenn es so einfach gewesen ist, hätte ich das früher gewusst, wäre das alles nicht passiert. Achso, ich muss hier lang. Dann hätte ich weniger schneiden müssen. Steck den Lörris da rein. Hört er das? Okay, gut. Und spring! Und springings! Kommt ihr rüber? Unwahrscheinlich, oder? Das sieht mir auch nach einer Chase-Sequenz aus. Nein? Oder habe ich sie wieder zerstört, wie vorhin die? Okay,
Okay, hier kann ich ranziehen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Und zwar muss ich hier dran ziehen. Dann, nein, nicht zurückrollen. Dann muss ich hier schieben, damit das durch den Dampf durchgeht. Und dann nicht sterben am besten. Dann kann ich hier weiterziehen. Ah, okay, das brauche ich hier. Und dann bis hier hin. Wäre praktisch, wenn es nicht wegrollen würde. Spring! Ja, genau so! Was ein Betrug! Da ist einfach ein Abgrund! Damit rechnet man doch nicht! Das haben die doch absichtlich eingebaut. Oh nein. Gut, dass das keiner gesehen hat, weil ich das natürlich rausgeschnitten habe, oder? Okay, jetzt weiß ich, dass ich da ein wenig... Ich wurde in den Dampf gezogen, ich war noch nicht mal in der Nähe. Ruhig bleiben. Das ist bestimmt anderen auch passiert. Nicht nur mir. Jetzt schieben. Okay, gut. Okay, gut. Ich musste kurz abchecken, ob ich da sterbe, wenn ich das berühre. Spring! Und spring! Ist klar, es reicht nicht. Hoch. Und spring! Und jetzt halte ich mich an dieser Tür fest. Wäre ja doof, wenn man denselben Fehler zweimal macht. Oder? Schön am Rand lang, damit auch wirklich nichts geschieht, was mich töten kann. Sorry. Hier ist so eine Lampe. Dankeschön. Der ist so obsessed mit mir, oder? Der Typ. Der will mich unbedingt haben. Ich meine, was habe ich da an mir dran? Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit Hunger, also viel an Masse kann da jetzt nicht sein. Back die Griffel weg. Ich muss da lang. Oh, ich bin gestolpert. Hier ist nichts. Aha. Geh weg, Junge. Du regst mich auf. Oh Gott. 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 Ist das ein Bosskampf? Ey, ich sterbe diese Runde aber ganz schön oft. Okay, ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Man muss von dem Käfig die Stäbe rausreißen. Und zwar, damit die Tür runtergeht und ihm seine Arme entfernt. If you know what I mean. Okay, Risiko, jetzt! Grab das! Ja! Geh weg! Ach du Scheiße! Holy shit! Glaubt ihr, der ist tot?
Schreibt es jetzt in die Kommentare. Oh Gott. Diese Runde läuft echt nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich seit Anfang der Aufnahme pinkeln muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Wir haben ihn auf jeden Fall besiegt. Das ist sehr gut. Speichert.